Wenn dein Herz brennt, wenn es hart getroffen wird von dem, was du erlebst im Außen, dann wisse, das hat auch immer ganz viel damit zu tun, wie du selbst dich einschätzt und wie du selbst zu dir stehst. Denn stehst du gut mit dir und mit deinen Ahnen, dann kann dein Herz kaum verletzt werden. Ganz, ganz viel von Herzschmerz und Empfindlichkeit und sich ja verletzt fühlen und dabei auch bleiben, hat mit unserer Ahnengeschichte zu tun. Heute sagen die Runen, wenn du verletzt bist, Liebes, wenn du Schmerzen hast im Herzen, dann komm zu dir selbst. Isa, komm in den Vakuumraum, in den stillen Raum deines Selbst, in den stillen See deiner Seele. Konzentriere dich auf dein ganz persönliches Sein. Komm weg vom Außen und geh in dein Innen. Schau hinein und schau, ob es wirklich so verletzend ist, was du erlebst, oder ob es mehr darum geht, was vielleicht früher einmal schmerzhaft war und was dich deshalb immer wieder, wenn es in ähnlicher Weise auftaucht, verletzt. Verletzt sein bedeutet ja, dass man nicht mehr in der Lage ist, ja, frei weiterzumachen, so wie man gedacht hat, dass man es richtig macht. Ja. Verletzt sein blockiert dich. Meist findest du den Grund für deine Verletztheit nicht nur in dem, was dir gerade passiert, sondern in dem, was dir schon als Kind passiert ist, in dem, was deinen Ahnen passiert ist und deiner Seele. Dazu biete ich meine Art von Ahnenarbeit an, die ein wenig anders ist. Ein Einstieg dazu findest du im Ahnen-Zoom-Blot am 6. November. Die Runenhexe.